Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir den richtigen Makler ausgesucht haben. Herr Kaufmann ist der Makler, der die Besonderheit einer Immobilie erkennt. Ohne Herrn Kaufmann hätten wir nicht diesen Preis erreicht. Ohne Herrn Kaufmann hätte es wesentlich länger gedauert. Und ohne Herrn Kaufmann wären wir in einer großen Ungewissheit geblieben, ob wir denn alles richtig gemacht hätten, da wir keine Experten sind. Bei dem Verkauf ging es um das Elternhaus. Unser Vater war leider verstorben. Unsere Mutter musste ins Pflegeheim, konnte das Haus nicht mehr alleine bewohnen. Und es wäre viel zu schade gewesen, das Haus dem Verfall mehr oder weniger zu überlassen. Sodass meine Schwester und ich uns gemeinsam entschlossen haben, das Haus zu verkaufen. Der erste Makler, mit dem wir dann in Kontakt waren, war jemand, der sich vor Ort auch sehr gut auskannte. Unglaublich seriös und auch sehr sympathisch war. Und trotzdem hatten wir gesagt, jetzt probieren wir noch mal eine zweite Meinung aus. Sind dann auf den Herrn Kaufmann gestoßen. Der hat sich die Immobilie angeschaut und der Herr Kaufmann war derjenige, der dann aus unserer Sicht diese Besonderheit des Anwesens, des Gartens, der Lage in einzigartiger Art und Weise erkannt hat. Da gab es einen Begriff, den der Herr Kaufmann geprägt hat. Das ist die Oase im Grünen. Und damit war sozusagen mit einem Mal alles gesagt. Nach der Beauftragung vom Herrn Kaufmann kamen dann die Video- und Fotoaufnahmen, ging dann unmittelbar danach in die Vermarktung. Und innerhalb kürzester Zeit hatten wir derart viel Interessenten, und zwar ernsthafte Kaufinteressenten, dass wir dann nach einigen Tagen gesagt haben, jetzt ist Einsendeschluss. Wir hatten zum Schluss quasi das völlig unerwartete Luxusproblem, dass wir uns unter 8 Interessenten, die ernsthaft am Kauf dieser Immobilie interessiert waren, einen heraussuchen konnten, der uns am besten gefallen hat in jeglicher Hinsicht. Was uns besonders positiv aufgefallen ist in dem ganzen Verkaufsprozess und wo wir dann eigentlich von sofort wussten, wir haben uns den richtigen Makler ausgesucht, war, als er erzählte, dass er, während sich die Eltern draußen auf dem Freisitz den Garten angeschaut haben und auf sich wirken haben lassen, mit der Tochter im Garten Frisbee gespielt hat. Und ich denke, ein Makler, der so persönlich auch auf die Käufer eingeht, der hat absolut aus unserer Sicht das Rennen gewonnen. Wir würden jedem, der am Verkauf seiner Immobilie interessiert ist, einen Kaufmann ans Herz legen, denn wirklich begeistert hat uns. Das unglaubliche Gesamtpaket, was herausgekommen ist, dass wir einen richtigen Käufer gefunden haben, von dem wir überzeugt sind, dass er große Freude hat beim Bewohnen dann dieser Immobilie. Das zweite ist, dass die wahnsinnige Geschwindigkeit, in der das über die Bühne gegangen ist, uns beiden auch sehr geholfen hat, sagen wir mal, dass dieser Prozess sich nicht ewig in die Länge zieht. Und das dritte, last but not least, ist natürlich der weit über dem ursprünglich angedachten Verkaufspreis erzielte Erlös dieser schönen Immobilie.